Dementsprechend ist das jetzt auch noch so. Eine kleine Fliege. Nein. Eine kleine Spinne. Ah! Hey Leute, wir sind die Tech-Profis. Und wir haben eine neue Reihe für euch, denn wir kriegen so unendlich viele Fragen immer, dass wir die gar nicht mehr beantworten können, Alter, wenn wir tippen. Deswegen machen wir mal ab und zu immer so Videos und beantworten eure Fragen. Und warum ist dein Laptop so heiß, Mann? Ich weiß es nicht. Und dieses Mal geht es um die Fragen, die ihr in den Videos zu WWDC gestellt habt. Da haben wir ja 3 Videos gemacht. Und da sind wir die Kommentare jetzt mal durchgegangen und haben die Fragen rausgefiltert, die ihr da in den Kommentaren gestellt habt. Und werden die beantworten. Demnächst machen wir auch Videos über PMs, ne? Also wenn uns Leute so Nachrichten schreiben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die uns einfach und dann machen wir ein Video und beantworten die alle. Genau, und dann müssen wir nur noch die Links rumschicken. Und das, da haben dann alle was von. Genau. Und ja, wir haben was zu tun. Fangen wir mal an. Hier, der CD5 fragt zur iOS, zum iOS-Video von uns. Ist Reminders eine neue Notiz-App oder etwas ganz Neues? Ja, also das ist eine App, die ist, kommt neu dazu. Ja. Neben diesen gelben Sticky Notes gibt es die immer noch. Also nicht Sticky Notes, die heißt ja auch Notizen. Notizen, genau. Und das Tolle bei Reminders ist einfach, dass du da Sachen aufschreiben kannst, die du machen willst. Du kannst die abhaken und dann siehst du auch, wann du die abgehakt hast. Und du kannst so sagen, ich will zum Beispiel erinnert werden mit einem Ring-Ring, wenn ich irgendwo hingehe. Oder wenn ich irgendwo weggehe. Ja, oder halt mit einem Datum, was genau. Man halt schon vorher kannte mit dem Kalender. Und dann kann man das alles schön abhaken immer. Und das ist sehr sinnvoll. Kannst du eine Einkaufsliste machen, kannst du irgendwelche To-Do-Sachen machen, die du dann mal eben abhakst. Ist sehr sinnvoll, das hat bei Notizen immer gefehlt. Das ist mehr so, wenn man dann ein bisschen Größeres, ein bisschen mehr schreiben will. Ne? Nächste Frage. Ja, jetzt bist du dran. Die 2 Game-Tester wollen wissen, seid ihr dabei gewesen bei der WWDC? Cooles Video. Schnelle Antwort, nee, wir waren nicht dabei. Wir haben nur den Livestream verfolgt und den Live-Ticker. Und dann die nächste Frage zum iOS 5 von The Apple 2211. Wann kommt das raus? iOS 5 wurde von Apple angekündigt, dass es im Herbst rauskommt. Also so zu Zeiten des iPod-Events vielleicht dann auch mit einem neuen iPhone und dann so September, würde ich mal sagen, ist eine gute Zeit. Denkst du, die bringen jetzt iPods und iPhones zusammen raus? Ist doch eine Möglichkeit. Ja. Dann geht's weiter mit den Fragen zur Cloud. Und zwar der NoVideo 500. 5 GB nur? Was will ich damit? Allein ein Backup ist doch schon je nach Speichergröße 8 bis 32 GB groß. Ist nicht so, nee. Wenn du dir mal die Backups anguckst, denn Apps und sowas werden natürlich nicht in der Cloud gesichert, weil es wird dann nur gesichert, welche Apps du auf deinem iPhone hast, also so mit Namen im Prinzip, dass sie dann nachträglich wieder draufgesynkt werden vom Mac oder halt dann nochmal runtergeladen werden. Also das Backup in der Cloud ist deutlich kleiner als der Speicherplatz, den dein iPhone hat. Ja, dazu werden dann nur deine Einstellungen selber gebackupt und nicht die ganze Firmware, so wie es bis jetzt war. Und die Kamera wackelt jedes Mal, wenn ich mich hier ein bisschen bewege. Ja, weiter geht's mit Maximus 80.001. Und zwar will der wissen, verstehe ich das richtig, wenn ich etwas in meinem Mac, von meinem Mac in die Cloud schicke, um es auf dem iPad zu sehen, dass es auf dem iPad nicht gespeichert wird. Also wie gesagt, da muss man ja erstmal differenzieren. Was kannst du überhaupt von deinem Mac in die Cloud schicken, dass du es auf deinem iPad siehst? Da haben wir ja den, im Prinzip, sagen wir einfach Fotos, weil Kalender, natürlich siehst du, das wird gespeichert dann auch auf dem iPad, aber es nimmt da gar nicht den Speicherplatz weg, aber zum Beispiel Fotos. Da gibt es den Fotostream. Wenn du Fotos im Fotostream hast, sind die nur in der Cloud. Da kannst du die auch aus der Cloud angucken und musst sie nicht abspeichern. Du kannst dich aber auch dafür entscheiden, sie dann aus der Cloud in dein Fotoalbum reinzuziehen. Dann hast du sie auch, wenn du kein Internet hast, gespeichert auf deinem Device und hast sie immer damit dabei. Ja, ich sehe die Cloud insgesamt so als so einen kleinen Zwischenspeicher, in dem man halt dann entweder 1000 Fotos oder halt 30 Tage lang die letzten 1000 Fotos irgendwie hat. Die Musik, die war ja sowieso mehr oder weniger die ganze Zeit bei iTunes verfügbar, also über den iTunes Shop. Und ja, I got the feeling, man,
Ist dieses iTunes-Match nicht so eine Flatrate? Nee, eigentlich nicht. Nee, bezahlst 25, oder waren es 25? Ja, $25, ne? Im Jahr. Genau, und dafür kriegst du dann diesen Service, dass du deine bisher vorhandene Musik bei iTunes dann durch eine bessere Variante austauscht. Wie das Ganze jetzt genau umgesetzt wird und ob man das dann für seine Piraterie-Musikstücke nutzen kann, sei mal dahingestellt. Aber es ist nicht so eine Flatrate, sondern du shoppst dir das halt für ein Jahr und dann... Ja, und du hast dann halt die Musik auch in der Cloud liegen. Das heißt, du kannst überall mit was auch immer für einem Device darauf dann zugreifen, ohne dass du sie lokal auf der Festplatte haben musst. Vorausgesetzt, du hast Internet, musst dich dann nur mit deinen iCloud-Daten einloggen und dann hast du darauf Zugriff. Gut, nächste Frage von Sherat3. Und zwar fragt er oder die oder das, kann man iOS 5 auch auf iPhone 4 laden? Darf ich die beantworten? Ja, darfst du. Na klar. Also gibt es ja noch kein iPhone 5, ne? Nur weil es iOS 5 heißt, heißt es nicht, dass es nur auf dem iPhone 5 irgendwie laden kannst. Das Ganze lässt sich laden auf dem 3GS, auf dem iPhone 4, auf dem iPod Touch 3. Generation, auf dem iPod Touch 4. Generation und natürlich dann auch auf dem iPad 1 und 2. Nächste Frage. Oh, nochmal. Gerard. Wie viel wäre denn... Ja, wie kosten? Viel wäre denn sie kosten? Ich glaube, Gerard ist vielleicht ein ausländischer Zuschauer von uns, also der nicht in Deutschland sitzt und dann das mit Google übersetzt hat, so ähnlich klingt das. Ja, und Kommasetzung ist auch ganz gut, ja. Ganz große Kunst. Ja, also wie viel wird es kosten? Diese Cloud, geht es ja noch drum. Null. Ja, 0 Euros und nur iTunes Match kostet was. Und dann der 1995 Judo. Willst du vorlesen? Wenn ich ein MacBook kaufen will und erwarte bis Laien iOS 5 und iCloud rauskommt, ist das dann auch schon auf dem Mac installiert? Jo. Ja. HD Relief, whatever. Wie ist das mit dem Datenschutz? Andere können ja einfach unsere Daten klauen. Also das war so ein Smiley. Nee, geht nicht. Quatsch. Weil, also das ist schon verschlüsselt. Genau, und du kannst ja auch nur mit deinen iCloud-Daten, das ist ja praktisch dann deine neue Apple-ID, die du dir da mit erstellst, nur mit denen hast du Zugriff auf diese Sachen, die du in der Cloud gespeichert hast, sonst hast du die ja nicht. Also da kann nicht irgendjemand dann drauf zugreifen. Nächste Frage von Juli B007. Kann man jetzt zum Beispiel Updates oder Musik ohne Kabel synken mit einem Windows-PC? Kennen wir uns da überhaupt aus? Ja, und das geht. Ja. Das ist nämlich der Bullshit, der noch in unserem anderen Video drin steht, dass das nicht geht. Das geht doch. Es gibt. Das steht da drin? Ja. Hast du das reingeschrieben? Ja, ich habe das nochmal korrigiert, aber es ist doch nicht so. Es ist doch so, dass man mit Windows und mit dem iTunes unter Windows genau die gleichen Geschichten bekommt. Und es gibt auch dann iCloud auch für Windows. So, jetzt machen wir den WWDC, sagt zu mit den Laienfragen. Nächste Frage von Apple Nation Germany. Mail heißt das auch Hotmail bzw. Live Accounts? Ja. Ja, also einfach all eure Mail Accounts, die ihr in Mail integriert habt, bedeutet das. Jo, und dann kommt LaVie Styler. Da hat man was gewonnen, glaube ich. Ja? Kauft ihr euch es? Und noch was, kann man die Apps vom Mac App Store mit einer iTunes-Karte kaufen? Kaufen wir uns es? Ja. Und können wir das mit einer Mac App Store-Karte, also mit so einer iTunes-Karte, die man sich im Rewe, Saturn, was weiß ich, an der Tanke kaufen kann? Ja, damit kannst du das auch kaufen, weil du kannst diesen Mac App Store, diesen Code kannst du auch im Mac App Store halt einlösen. Da gehst du dann auf Einlösen und dann kannst du den eingeben und das ist alles ganz easy. So, dann kommt Comic01 Adana. Mann, Leute, was sind das für ein Name? Nach dem Upgrade zu Lion wird dann all meine Sachen gelöscht. Zum Beispiel Bilder, Programme, Videos, halt alles. Nee, weil es wird einfach nur drüber installiert. Kann natürlich sein, dass es euer System auseinander nimmt.
dann ist alles weg. Deswegen vorher am besten ein Backup machen. Aber normalerweise wird es nur drüber installiert und ihr habt dann nur Line und alle anderen Sachen, die ihr vorher schon hattet, bleiben auch so bestehen, wie es schon ist. Nur inkompatible Software wird dann in so einen Ordner geschoben und ja. Ja. Ja, Leute, das war's auch schon mit unseren Fragen. Wir haben jetzt hier mal die wichtigsten rausgepickt, die sich zu beantworten lohnen. Das Video soll ja auch nicht allzu lang werden und das wird es in Zukunft mal häufiger geben. Genau, also schreibt uns fleißig Fragen bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook, könnt ihr überall schreiben und ja, wir beantworten die für euch. Ach ja, eine Frage haben wir noch zum Schluss und zwar, könnt ihr uns nicht irgendwie eintragen, damit wir iOS 5 kriegen? Nee. Ne? Können wir nicht. Können wir nicht. Weil das wäre ungerecht für die anderen alle. Genau. Gut. Also. Dann Moritz. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.